Die erste Entwicklung von Shigi ist Shilock. Allgemein hat sich nicht viel verändert, wie wir es auch schon bei der Entwicklung von Glumanda zu Glutexo kennen. Weiterhin ist Shilock Typ Wasser und existiert auch seit der ersten Spielgeneration, nur dass er jetzt eben nicht mehr als Starter-Pokémon fungiert. Er ist auf 1 Meter angewachsen und hat zu 22,5 Kilogramm zugenommen. Vom Aussehen her hat sich auch nicht viel geändert, weiterhin schildkrötenähnlich. Hat jetzt ein paar, so ein bisschen dreieckigere Ohren bekommen, weiterhin ein runder Kopf. Große längliche Augen aus weißer Lederhaut mit violett-schwarzen Pupillen, einem breiten Maul und eben Nasenlöcher und Augenbrauen angedeutet und Schweif mit Spiralmotiv. Und ebenso bei den Attacken hat sich nichts geändert, weiterhin benutzt er den Panzer als Ausgangspunkt für die Attacken und dadurch kann er dann eben Attacken wie Blubber, Aquaknarre, Hydropumpe, Panzerschutz, Eisenabwehr, Turbodreher, Eisenschweif, Tackle und Schädelwumme, hat eben weiterhin den hohen Verteidigungswert und weiterhin die Hauptfähigkeit Sturzbach und die versteckte Fähigkeit Regengenuss und somit eben auch, weil er weiterhin vom Typ Wasser ist, ist auch weiterhin seine Stärke Feuer, Eis und Stahl und seine Schwäche Pflanze und Elektro. Hier bei der Tabelle ist mir jetzt leider der Fehler untergekommen, dass ich hier nochmal Shigi hingeschrieben habe, obwohl es ja eigentlich Shilock ist. Entschuldigung dafür. Ist halt ziemlich ähnlich, aber ist halt auch unwichtig. Jedenfalls, das war tatsächlich schon wieder das ganze Video jetzt zu Shilock, da sich eben wie auch bei Glumanda zu Glutexo nicht so viel getan hat. Irgendwie hatten wir jetzt nur bei Bisasam zu Bisaknoff so einen richtigen Unterschied, was die erste Entwicklung angeht. Dafür haben wir dann wieder bei der Endentwicklung Turtok wieder mehr zu besprechen. Das kommt dann im nächsten Video.